einmal im Leben einen großen Fang mache. Dieser Traum soll für mich in Irland wahr werden. Mit Einsetzen der Flut beginnen die Lachse flussaufwärts zu schwimmen. Haben's gesagt. Also genau die richtige Zeit für mein Glück am Haken. Haben's gesagt. Ja, und Fliegenfischen wäre die edelste Methode, den majestätischen Salmosalar zu fangen. Das haben sie auch gesagt. Du fischst hier im Mündungsbereich, Max. Da vorne ist es Meer. Hier einen zu erwischen, das ist wie Lottogewinn. Der Lachs macht mich noch wahnsinnig. Heute in der Freizeit der zweite Teil meiner Irlandreise. Das Glück an der Küste, der Wild Atlantic Way. Mir zwang einer spektakuläre Abschnitte der 2500 Kilometer langen Straße. Und das Glück im Sattel, wie sich ein Oberbayer einen Herzenswunsch erfüllt und mit seinen Pferden quer durch die Insel reitet. Ja, wahrscheinlich hast du recht. There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. Gut, ja, also am besten fange ich noch mal ganz von vorn an. Ich bin nach Irland gereist, um das erste Mal in meinem Leben zu angeln. 3 Stunden bis Dublin und dann weiter nach Ballina, der Hauptstadt des Lachsfischens. Dort habe ich mich dann mit Markus Müller verabredet, ein leidenschaftlicher Fliegenfischer, den es vor Jahren nach Irland verschlagen hat. Heute ist er Manager bei der irischen Fischereibehörde. Und das Schmied übrigens ist, na das ist der Markus. Gute Anreise gehabt, ja? Ah, wunderbar. Und das ist dein Hotel. Slauncher. Slauncher. The first thing you have to do is Guinness. And the last thing before you die is catch a wild Atlantic salmon in Ireland. You must do this. Also wenn du deinen ersten Lachs auf die Route kriegst und den dann drillst und den landest, das ist ein Gefühl, das vergisst du dein ganzes Leben. Und ich kenne da Geschichten, da haben schon Väter die Hochzeit ihrer Töchter sausen lassen wegen dem Lachsamen. Aha. Ja, der Markus und der Shane, der Hausherr von Mount Felton, die haben mich so richtig ins Jagdfieber versetzt. Und dann ist er gleich losgegangen. Philosophie und Praxis des Fliegenfischens. Mit größter Geduld hat mich übrigens mein Angelführer, der Michael, in diese Kunst eingeführt. Lektion 1 beim Fischen mit der Zweihandrute und auch die wichtigste, das Werfen. Der Fisch weiß Bescheid, also der Lachs weiß der. The fish has to do some work too. Yeah. Yeah, genau, der Fisch muss ein bisschen arbeiten. Gut, dann macht es die Angel und der Fisch. Und ich schau zu, wie ich das mache, praktisch. Ich jetzt? Okay. Wie? Jetzt? Now? Yes. Okay. Also, rechter Fuß nach vorn, schulterbreit greifen und die Schnur so beschleunigen, dass sie in einem engen Bogen weit über das Wasser fliegt. Wer das beherrscht, für den ist Fliegenfischen kein Glück mehr, sondern purer Genuss, sagt der Michael. That's what we want. Okay. This D, cast forward. It all goes exactly where I want it to go. Ich schau dir so einfach aus. Hi guys, schon was gefangen? Noch nichts. Ich habe euch was zu essen mitgebracht. Und das Fliegenfischen ist schon eine sehr elegante Sache. Super ästhetisch, oder? Ja, ich weiß nicht, wem du zugeschaut hast. Also wenn man Michael zuschaut, dann schaut das schon sehr elegant aus, weil ganz so einfach ist es nicht, gell? Gell? Ist es nicht. Und du musst dir mal vorstellen, der Lachs hat ja nur noch einen Beißreflex hier. Der frisst ja hier im Süßwasser gar nichts mehr. Das macht das Ganze ja noch schwieriger. Aber man, also fangen kann man dann schon einen. Fangen kann man einen, aber im Meer hat er sich vollgefressen und hier hat er nur noch eins im Sinn, sich zu vermehren, so schnell wie möglich hoch in den Oberlauf. Und dass man dann einen fängt mit der Fliege, ist fast ein Mysterium. Nach meinen ersten Wurfübungen hat mir der Markus eine weltberühmte Angelstelle gezeigt. Das ist jetzt, oder? Das ist es hier, jawohl. Das ist der Ridgepool.
Der Rich Pool, ja, das ist sowas wie Wimbledon für Tennisspieler oder Wembley für Fußballer. Und das Wehr ist einer der Arbeitsplätze von Markus. So, hier zählen wir die Fische. Und wie viel haben wir? Also wie viel zählt ihr da so? Wir gehen von aus zwischen 40.000 und 60.000 Fischen pro Jahr hier im River Mall. 60.000? 60.000 im Jahr. Im Jahr. Ja, da kann für mich eigentlich auch einer dabei sein. Hä? Auf jeden Fall, ja, hoffen wir doch. Ja, und entsprechend motiviert war ich dann auch bei meiner zweiten Lektion mit Michael. So today we're going to put a hook on the line. Yesterday we were just casting. That's just for practice. Hat da ist es überhaupt kein Haken dort gewesen an dem, was ich gestern. No, we cut that off. We've mastered the casting. And these are all Irish shrimp flies. Der Michael bindet sich natürlich solche künstlichen Fliegen im Winter selber, damit es dann auch im Sommer mit dem Biss klappt. Da hängt er wohl dann, der Salmon. Gell? 20 Kilo? 20 Pounds? 15 Pounds line. It should hold a 20 Pound fish. Yeah? Yes. If you don't play him too hard. Okay. 20 Kilo, 20 Pfund. Naja, irgendwas mit 20 Kilo. Beim Fliegenfischen geht es jetzt darum, dem Fisch was Fressbares vorzutäuschen und durch verführerische Bewegungen dem Kunstköder Leben einzuhauchen, damit der Lachs drauf reinfällt und zubeißt. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. Oh. Während der Schmidt Max weiter fleißig übt, hat der Markus ein paar Kilometer flussabwärts. In der Hauptfangzeit kann die Lizenz bis zu 125 Euro kosten. Für einen halben Tag. Ohne Gewehr auf einen Fisch. Wer tatsächlich einen Lachs fängt, darf ihn selbstverständlich behalten. Die Markierung durch den Angler. Das blaue Band der irischen Fischereibehörde, für die auch Markus arbeitet. Maximal 10 Wildlachse dürfen im Jahr von einer Person gefangen werden. Solltest du jemals einen fangen, da habe ich einen guten Tipp für dich. Da gehen wir nach Ballina zur Salmon Smokery, zu Clarks. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying, won't love, won't life when it's one need in the night. Ja, und hier kannst du deinen gefangenen Lachs, deinen Wildlachs, dann räuchern lassen beim John Clark von Clark's Smokery. Schmidt, Max. Yeah, John. John. Have you been lucky to catch a salmon today? Yeah. Okay. We tried, wir haben es versucht, aber haben keinen gekriegt. When you catch one, you bring it to us, we will fillet it, salt it like these ones here. Sie machen den praktisch für mich dann fertig, filetieren. Yeah, filetiert and then smoke. And then we will slice it. Geschnitten. Wie lange dauert das? How long does it take? 2 days. 2 days? 2 days. We can smoke it and send it to Germany. München? München, in Deutschland. Ja, perfekt. Bayern. Wunderbar. Ist das jetzt einer, der ist mit der Rute? No. We have these ones here. These ones are caught in the river by tourists like yourself who come here fishing on a holiday. Am Wochenende haben die praktisch die Touristen das gefangen. Ja. And this blue one is the blue tag.
from inland fisheries. Ah, okay. Yeah, yeah. Das macht sie dann. Das ist mir. Ah, verstehe schon. Okay. And these are organic from a farm at sea. Der Zuchtfisch. Ja, also, ja. From the ocean. From the ocean. Im großen Netzkäfig sozusagen. Ja, ja. Da schwimmen wir die umeinander und dann ja, werden sie. Ja, ja, ja. Auch gut. The Villax is best quality and the organic is next best quality. Das ist der beste, der yeah, wilde. The bestest. Und dann kommt der Organic. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Bio. Ja, wieder mal. Ja. Was ist Salz? Salz. Salz. Salt for yeah. 4 hours. For 4 hours. Yeah, yeah. Also für 4 Stunden. Und danach, also and afterwards? Then smoke tonight for 12 hours. Hier? Ja, yeah, ja. Yeah. Fische sind die letzten wirklich wilden Nahrungsmittel. So auch der Lachs. Er wächst unbelastet im Meer vor Grönland auf. Ausschließlich die Bezeichnung Wildlachs garantiert einen wild aufgewachsenen Lachs. Alle anderen Namen, mögen sie auch noch so natürlich klingen, bedeuten Fische aus der Zucht. Irischer Wildlachs, geräuchert. Und? Gut, oder? Und nicht gut. Super Qualität, ja? Kann ich ja so nicht kaufen, gell? Kannst du so nicht kaufen. Weil Wildlachs, der mit der Rute gefangen ist, darf nicht in Verkauf. Deswegen muss ich da herkommen und mir den selber fangen. Ganz genau. Dann habe ich das Beste, was man haben kann. Am besten hierher an Moi, hier gefangen, räuchern lassen, hast du die beste Qualität. Ich erwisch nur einen. Ja, gut, Schmidt. Hast ja nur 3 Tage Zeit. Und das Fliegenfischen, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Schmidt? Hallo? Soweit also zu meiner Geschichte. 5 Tage Irland und noch kein einziger Biss. Nimm dir mal Auszeit vom Fischen. Mach mal einen Tag Pause, krieg den Kopf mal wieder frei. Guck dir mal ein bisschen die Gegend an. Was meinst du? Ist wahrscheinlich einmal ganz gut. Ja. Ja, ich glaube auch, dass das gut ist. Der Markus hat recht. Das muss ich jetzt erst einmal verdauen. Also bin ich in Richtung Küste gefahren, nach Bangor Aires, in die Region County Mayo. Cheers, Max. Ja? Bonjour, it's Miss Agatha. I'm Agatha. Welcome to the West Coast. How are you? Fine. Agatha. Yes, yes. Okay, good. Max. Good. Shall we go and have a look at the lighthouse? Yes. Cool. Wow. Okay. Das ist eine schnelle Sprache. Ja, und das ist meine Reiseführerin. Agatha Hurst ist eine echte Irin und unterrichtet Gälisch in der Schule. Mind your head? Yeah, my head. Okay. Oh, oh. Wow.
Wir stehen auf einem von vier Leuchttürmen hier in der Gegend. Das ist nur ein Teil des Wild Atlantic Ways, einer 2500 Kilometer langen Küstenstraße, die man vom Norden bis in den Süden immer nah am Meer entlang fahren kann. Wild Atlantic Way. Kann man schon mal machen. Allerdings, hier an der Küste ist die Region sehr ursprünglich und die gälische Sprache noch sehr lebendig. Und auch die Natur ist einzigartig. Über Irland heißt es, es gibt 40 Farben grün. 12 Monate im Jahr wächst hier das Gras. Die Winter sind mild, genauso wie die Sommer. Und dazwischen liegen irgendwie Frühling und Herbst. Und weil es immer grün aussieht, sagen Spötter, den Sommer erkennt man nur daran, dass die Iren Rasen mähen. Die Kelten waren die ersten, die das schroffe Küstengebiet besiedelten, vor 5000 Jahren. Also 3000 vor Christi. Ja. Yeah. Okay. Yeah, yeah. So the remains here are 12th. Hier steht noch immer die Ruine der Cross Abbey. Die Überreste sind aus dem 12. Jahrhundert. Eigentlich stammt die Kirche aus dem 6. Jahrhundert. St. Brandon, ein irischer Heiliger, der zu den 12 Aposteln Irlands gehörte, soll auf der Insel Inishglora ein Kloster errichtet haben. Die Mönche, die dorthin kamen, wollten der Welt entfliehen. Das hier ist einer von vielen schönen Stränden, die sich entlang der atlantischen Küste aufreihen. Golden beaches. These rocks, so Carrigacha is the Irish word for them, the Gaelic. Die Felsen heißen wie? Carrigacha. 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 Noch vor zwei Jahren gab es diese Felsen nicht. Stürme und der Atlantische Ozean verändern die Strände. Oh, really? Yeah. Nach dem Cross Beach hat mir die Agatha noch einen echten Geheimtipp gezeigt, der wirklich spektakulär ist. ~250 Meter hohe und über 500 Millionen Jahre alte Klippen. Und ganz oben. So that's Finley Head. Sondern Benwee Head, der gelbe Gipfel. Ja, also wenn man das so sieht, dann kann man sich schon gut vorstellen, warum der Florian Wagner, also mein Reitlehrer, mit seinen Pferdl sich hier mal auch einen Herzenswunsch erfüllen wollte. Der Wild Atlantic Way war immer ein Traum für mich als Reiter zu erleben, weil die Iren sind ganz besonders herausragende Pferdekenner. Und es ist auch so, dass ihre Westküste besonders wild und schön ist und wild romantisch ist, und das war für mich eigentlich so der Hauptgrund, warum ich das einfach mal mir diesen Traum erfüllen wollte. Florian Wagner kommt aus Oberammergau. Doch schon früh zieht es ihn hinaus in die Welt. Das Reiten lernt er in Australien auf einer Rinderranch. Er macht den Helikopterschein und verdient sein Geld als Fotograf und Abenteurer.
Nachdem er mit dem Pferd einmal quer durch Deutschland geritten ist, plant Florian das Abenteuer Wild Atlantic Way. Von Oberammergau aus, wo auch heute noch seine Pferde stehen. Nachdem wir 1,5 Jahre lang die Route geplant, die Finanzen geklärt, alles vorbereitet, die Pferde trainiert haben, wir wollten ja mit unseren eigenen Pferden die Strecke machen. Eins davon hat der Max übrigens geritten, den Ruh, unseren Araber Vollblut-Wallach. Nachdem wir das alles hinter uns gebracht haben, sind wir also endlich losgezogen, haben 5 Pferde, 2 Hunde, 6 Menschen in 2 Autos und Hänger mit samt dem Equipment verladen und sind aufgebrochen zur Fähre nach Calais. Als wir die Tickets für die Fähre bestellt haben und ich eben diese Bestellung aufgegeben habe, hat die Verkäuferin gesagt, das hört sich irgendwie an wie die Bestellung von einem Indianerstamm. 3 Monate sind für die 2500 Kilometer lange Küstenstrecke eingeplant. Als wir das erste Mal tatsächlich unsere Hufe auf irischen Boden gesetzt haben, war das natürlich ein überwältigender Moment nach all den Vorbereitungen. Wir hatten Zelte, Schlafsäcke, alles für die Pferde dabei und haben eigentlich von unseren Gastgebern nur eine Wiese in Anspruch genommen und vielleicht ein bisschen Heu und am wichtigsten die Dusche. Durch die Tatsache, dass wir mit dem Pferd unterwegs waren, erlebst du so ein Land natürlich völlig anders. Es ist total entschleunigt. Interessanterweise bist du auf einem anderen Level. Das heißt, du hast einfach eine ganz andere Art, die Natur vor dir wahrzunehmen. Und im Prinzip hat der Wild Atlantic Way all das, was er verspricht, eingehalten. Wahnsinnig beeindruckende Szenerie. Wir waren oben an kilometerlangen Stränden. Wunderbare Landschaft. Absolute Faszination und Abwechslungsreichtum. Und natürlich bist du auf dem Pferd viel mehr den Elementen ausgesetzt. Was mich beeindruckt hat, war, was für tolle Reiter die Iren sind, was für eine Passion sie den Pferden entgegenbringen. Und vielleicht auch deswegen waren sie uns gegenüber extrem offen. Also wir sind immer sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Die Leute haben sich Zeit genommen, um uns einfach Dinge zu zeigen, die ihnen in ihrer Region wichtig waren, haben uns von ihren Abenteuern erzählt am Lagerfeuer. Es war nur positiv. Die Geschichten dieser Reise und seine Fotos hat Florian Wagner in einem Buch zusammengefasst. Ich war beeindruckt von unseren Pferden und auch ein Stück stolz drauf, wie sehr sie sich an den Verkehr, es sind dort sehr enge Straßen und die ungewohnten Verhältnisse wie das Meer und Wellen gewöhnt haben. Also es ist eine Reise, die ich auf jeden Fall jederzeit gerne wieder machen würde. Das Lachsfischen, das ist eine Philosophie. Wenn du deinen ersten Lachs auf die Rute kriegst, das ist ein Gefühl, das vergisst du dein ganzes Leben nicht. Zwischen 40.000 und 60.000 Fischen pro Jahr. Gibt keine Entschuldigung, wenn du nichts fängst. And the last thing you do before you go is catch a wild Atlantic salmon. Many men go fishing all of their lives without knowing that is not the fish they're after. In Bangor Airs habe ich dann in einem gemütlichen Bed and Breakfast geschlafen. Der Markus hat gesagt, hier in der Gegend, ja, da wird es dann schon hinhauen mit dem Glück am Haken. Gut, wäre ja nicht ganz verkehrt. Immerhin ist das ja heute mein letzter Tag in Irland. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Perfect. It's a good day for fishing, huh? Yes. Tight lines. Thanks. Thank you very much. Und der Tag, Pause, tat doch mal ganz gut, oder? Ja, ich glaube schon. Ja.
Batterie wieder aufgeladen. Ja. Lass uns heute mal was Neues probieren. Hier sind wir am Carramore Lake County Mayo heute. Das Besondere an dem See hier ist es, dass es auch Lachse hat. Hier steigen die Lachse vom Meer erst in den See auf und gehen dann in die Flüsse zum Ableichen. Also hier können wir auch Lachse fischen im See. Ein guter Platz? Ein guter Platz. Okay. Und auch mehr Forelle. Weil heute muss es klingen, gell? Heute ist es soweit. Ja, alles klar. One life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Slaunter. Slaunter, why? Slaunter, August Taunter. Oder wie wir bei uns sagen, den Männern Gesundheit und mögen die Frauen ewig leben. Ich habe auch noch was mitgebracht. Na. Ah ja? Du? Ja. Wann? Neulich. Neulich. Probier mal. Und? Es lohnt sich einfach. Absolut. Biss? Ich hab einen Biss. Ja, schnell. Schnurstraffer. Ist schon weg. Nee, also ist noch dran. Ja, tatsächlich. Ja, also. Aber jetzt ist weg. Oh. Ich hab einen Biss gehabt. Ach ja, hallo. Haufi, weiter geht's. Biss, ich hab Biss. Ich hab Biss gehabt. Und ich hab schon wieder das Boot gefangen. Ja. Is it getting better? What? There's a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. But do you feel the same? Will it make it easier on you? But standing around looking like an idiot is typically how I catch most of my fish. One love, one life.